Ihr kennt es bestimmt auch, ihr sitzt am Wochenende zu Hause, schaut durch Instagram durch und seht euch die tollen Landschaftsfotos an von anderen Fotografinnen und Fotografen und fragt euch, wie machen die das denn nur? Wie schaffen sie es denn nur, ständig in ihren Fotos tolle Stimmungen einzufangen? Was brauche ich denn, um selber vielleicht auch in die Richtung mal Fotos zu machen, beziehungsweise was brauche ich überhaupt, was sollte ich tun, woran sollte ich denken, wenn ich rausgehen möchte, um auch coole Landschaftsfotos zu machen? Und genau darüber unterhalten wir uns heute. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wir werden heute ein kleines Tutorial gemeinsam durchgehen, wo ich heute in erster Linie das Equipment bespreche, was du brauchst, um draußen Fotos aufzunehmen, das heißt Landschaftsfotos, ein bisschen gut vorzubereiten zu Hause. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange groß drum herum, wir fangen sofort an. Viel Spaß! Fangen wir mit dem an, was die meisten von euch interessiert, und zwar mit was fotografiere ich überhaupt? Ziehe ich los mit meiner Smartphone-Kamera, das heißt, nehme ich mein aktuelles Smartphone, was ja inzwischen sehr gute Bilder machen kann, und mache damit alles? Gehe ich weiter her und nehme mir eine Systemkamera, das hier ist jetzt die Fuji, das ist eine APS-C-Kamera, also ein etwas kleinerer Sensor. Nehme ich eine Vollformatkamera, auch im Systembereich, oder nehme ich eine Spiegelreflexkamera, die dementsprechend auch einen kleineren oder größeren Sensor hat. Im Grunde ist bei allen Kameras gleich, dass es digitale Kameras sind, die entweder ein Wechselobjektiv-Bajonett von drauf haben oder eine fest verbaute Linse wie hier. Wenn du jetzt eine Point-and-Shoot-Kamera hast, das heißt eine sehr kompakte Kamera, die so ein Objektiv hat, was rausfährt, dann ist das auch eine fest verbaute Optik. In der Regel kannst du da auch zoomen. Also manuell aufzoomen, nicht nur digital. Das ist schon mal ganz gut, wenn du das hast. Aber inzwischen können auch die Smartphones schon zwischen den verschiedenen Optiken hin und her wechseln, sodass du also vom Weitwinkel bis zum Tele, also weit hineingezoomten Look, alles dabei hast. Für dich muss in erster Linie geklärt werden, wenn du noch gar nichts hast, möchtest du für etwas Geld ausgeben dafür? Das heißt, willst du dir eine Kamera kaufen, willst du dir Objektive kaufen? Oder willst du einmal Geld ausgeben und eine Kamera kaufen, die das Objektiv fest verbaut hat, damit du quasi nicht mehr nachkaufen müsstest für Objektive? Das musst du für dich entscheiden. Viele gehen inzwischen her und sagen, ich kaufe mir jetzt ein sehr gutes Smartphone für weit über 1000 Euro. Das hat dann alle möglichen Features drin, auch sehr gute Videofunktionalitäten. Klar, das spricht auf jeden Fall sehr, sehr viel für die aktuellen Modelle. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Im Grunde kannst du mit allen fotografieren. Es macht in erster Linie erstmal keinen Unterschied, was du davon benutzt. Wenn du, da kommen wir gleich dazu, wenn du in RAW, also in Rohqualität, fotografieren kannst. Da kommen wir aber gleich nochmal darauf. Im Grunde ist das erstmal die große Entscheidungsfrage für jeden Einzelnen. Will ich investieren, wenn ich gar nichts habe? Oder reicht mir das, was ich habe? Beziehungsweise beschäftige ich mich erstmal damit, was ich habe, um da noch mehr zu verstehen, was kann ich damit machen? Und wenn es nicht reicht, kann ich ja immer noch zukaufen oder eine ganz neue Kamera mehr anschauen. Kommen wir zum Thema Objektive, denn das ist das, was die meisten von euch interessiert, wenn sie die Kamera gekauft haben und dann losziehen wollen und sich fragen und überlegen, welches Glas lohnt sich denn? Dann bekomme ich meistens auch die Anfrage über Instagram, hey, kannst du mir mal einen Tipp geben? Ich habe da dieses und jenes Glas gesehen, und in der Regel funktioniert es auch schon, dass du jedes Objektiv einsetzen kannst. Es kommt natürlich wieder hier darauf an, was du machen möchtest. Weitwinkelobjektive sind sehr beliebt in der Landschaftsfotografie, weil du da sehr viel drauf bekommst aufs Bild. Also du kannst sehr viel von der Landschaft zeigen, kannst aber auch noch ein bisschen zuschneiden im Nachhinein und sagen, okay, das war ein bisschen zu viel, oder die Hütte dort und die Menschen am Rand, die schneide ich quasi ab im Bild und habe immer noch genug auf dem Foto drauf. Für Himmelfotografie, also wie Milchstraßen zum Beispiel, ist es auch sehr gut geeignet, weil du, wenn du gerade im Hochformat fotografierst, auch noch deutlich viel drauf bekommst. Deutlich mehr als vielleicht mit 50 mm oder 100 mm. Aber auch das ist wieder eine Frage des persönlichen Geschmacks. Nicht jeder will nur weitwinklig fotografieren. Da lohnt sich auch nochmal der Blick auf ein Zoom-Objektiv. Gerade so ein 24-70 oder 24-105 bietet in der Regel so viel Flexibilität, dass du von jedem was machen kannst. Ich fotografiere persönlich sehr gern mit 28 mm oder mit 24 in der Landschaft. Aber auch das ist, wie gesagt, mein eigener Geschmack. Ich nutze auch sehr gern ein Teleobjektiv wie dieses hier. Das ist ein 70-200. Das ist natürlich für Porträts sehr geeignet, aber auch das kannst du in der Landschaftsfotografie wunderbar einsetzen. Ja? Da gibt es auch tolle 70 bis 300 Objektive. Die haben jetzt nicht den besten Autofokus, kosten aber auch bei weitem nicht das Vermögen wie so ein 70-200 2.8.
Und du kannst damit auch wunderschön freistellen auf 200-300 mm, ja, mal reingezoomt, so eine Baumgruppe oder Menschen oder Gipfel in den Bergen. Also das lässt dich wunderbar ein bisschen ranholen und dann hast du einen deutlich anderen Bildausschnitt als nur mit deinen 50 oder 35 mm. Du musst aber im Vorfeld wissen, was du machen möchtest. Das heißt, wenn du jetzt überhaupt nichts weißt, empfehle ich dir das 24-105 in der Regel mal anzuschauen, weil du da so gut wie alles erstmal mitmachen kannst. Und wenn du dann feststellst, okay, ich möchte gerne Milchstraße fotografieren, ich möchte aber auch gerne Wildtiere fotografieren, dann wirst du dir vielleicht ein 14-24 anschauen müssen, ein sehr weitwinkliges Objektiv, ein Zoom-Objektiv oder vielleicht ein 70-200 oder 70-300 oder vielleicht sogar ein 600mm Objektiv, wenn du Wildtiere fotografieren möchtest. Du musst auch noch dazu wissen, dass die Objektive in der Regel gemessen am Preis auch dementsprechende Leistung bieten. Das heißt, wenn du Wildtiere fotografieren möchtest, also schnell fliegende Wildvögel beispielsweise, dann sind die 300mm, 400mm Objektive, die auch nur um die 400-500 Euro kosten, in der Regel nicht so gut geeignet, weil dann der Autofokus sehr träge und langsam ist. Da sind natürlich die deutlich teureren Objektive, die dann auch jenseits von Gut und Böse kosten, deutlich besser geeignet, weil die einen Bildstabilisator haben. Die helfen dir auch wirklich beim Fokussieren, weil sie das Tier erfassen können. Und du bekommst schneller deine Ergebnisse, als du mit schlechteren Optiken quasi arbeiten musst. Das heißt nicht, dass die günstigeren Objektive schlecht sind, aber sie bieten einfach viele Nachteile bzw. bieten nicht die Vorteile, die die teureren Objektive haben. Genauso ist es bei günstigeren Weitwinkelobjektiven. Da würde ich auch an deiner Stelle genau hinschauen, weil in der Regel neigen dann die günstigeren Modelle dazu, am Rand sehr verwaschen auszusehen, sehr unscharf auszusehen. Auch da lohnt es sich vielleicht ein paar Euro mehr zu investieren, damit du eine bessere Optik hast. Zum einen bessere Bilder bekommst und zum anderen auch wirklich Spaß damit hast, weil es Spaß und Laune macht, damit Fotos zu machen und zu arbeiten. Also da kann ich auch nur empfehlen, vielleicht den ein oder anderen Euro draufzulegen, um ein besseres Glas zu bekommen und länger damit zufrieden zu sein. Welche Brennweite kannst du für was benutzen? Das möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Also Weitwinkelobjektive, ich beginne mal von 12 mm, wir lassen mal Fisheye-Optiken raus. 12 mm bis 24 mm, die klassischen Weitwinkel- bzw. Ultraweitwinkelobjektive, sind in der Regel geeignet für Landschaftsfotografien mit Milchstraße, mit deutlich mehr auf dem Bild, wie hinten noch die Berge, sehr viel Himmel, sehr viel Vordergrund. Ich möchte im Wald mal sehr viel zeigen. Dann 24 mm sind auch geeignet, um das mitzumachen, aber auch um Porträts zu machen. Das heißt, du kannst ein bisschen freistellen, hast aber auch noch sehr viel von der Landschaft drauf. 35 mm bzw. hier die 28, die ich habe, sind so der Klassiker, womit du Landschaften fotografieren kannst. Du bekommst nicht mehr so viel drauf wie bei den 24 mm, aber du kannst zum Beispiel mal ein Porträt machen. Das sieht dann sehr, sehr gut aus und auch sehr stark, weil du damit einen sehr speziellen Look hast. Du kannst damit aber auch, wenn es sehr lichtstark ist, das Objektiv, mal eine Milchstraße fotografieren. Du kannst in schlechten Lichtverhältnissen auch mal fotografieren. Das geht natürlich auch. 50 mm ist so der Klassiker, wenn du in den Bergen unterwegs bist und mal so eine Gipfelreihe hast und den Weg davor geht in der Regel sehr gut mit 50 mm. Und ab 70 mm aufwärts, die Teleoptiken sind geeignet für, ich möchte mal die Baumgruppe näher ranholen, ich möchte mal dort diesen Bergbock meinetwegen fotografieren, ich möchte mal die Menschengruppe dort fotografieren, also alles, was weiter weg ist und auch der Mond, das lässt sich dann bei den Teleobjektiven oder Super-Teleobjektiven besser rausholen, weil die noch näher rankommen. Und du quasi vor Ort dann gleich entscheiden kannst, ohne das Bild zuschneiden zu müssen, wie nah will ich rankommen. Kamerastative. Lohnt sich überhaupt eine Investition oder kann ich das wie die Instagrammer machen und laufe rum ohne Stativ und mache meine Fotos schnell und ziehe weiter? Die Frage lässt sich gar nicht so leicht beantworten. Ich kann dir aber sagen, dass gerade so ein kompaktes Stativ wie das hier, das war mein zweites oder drittes Stativ, glaube ich, schon lohnen, weil zum einen, das ist so klein, das passt in fast jede größere Tasche rein. Und zum anderen, es ist auch nicht ultra schwer. Also das kannst du doch mal zur Not mitnehmen, wenn du auf Reisen bist. Ohne Stativ loszuziehen, lohnt sich wirklich nur dann, wenn du bei Tag fotografieren möchtest, wenn du in der Regel immer aus der Hand arbeitest, wenn du jetzt keine Milchstraßenfotos machen möchtest und vor allen Dingen keine Langzeitbelichtungen bzw. auch nichts filmen möchtest. Also dann kannst du ohne Stativ losziehen. In der Regel funktioniert das gerade mit den Kameras, die einen sehr guten Bildstabilisator haben, wirklich gut. Wenn du jetzt bei Nacht fotografieren möchtest, irgendwas länger belichten magst, dann brauchst du in der Regel schon ein Stativ. Und da gibt es inzwischen so viele gute Stative, so um die 100 Euro herum,
die inzwischen fürs meiste reichen, die genügend Standfestigkeit bieten, die klein und kompakt und leicht sind. Also da kann ich wirklich nur sagen, gib da mal ein paar Euro aus, hol dir ein Stativ, zumindest sowas Kompaktes hier, wie ich hier am Anfang hatte, und dann hast du eins da und wenn du es brauchst, kannst du es auch einsetzen. Es lohnt sich natürlich von Anfang an, wenn du ein Stativ hast, auch damit mal zu üben. Das heißt, nimm dir das her, geh mal vor die Tür, mach da mal eine Langzeitbelichtung, das heißt, setz die Kamera auf dein Stativ und belichte mal gerade abends, wenn es dunkel ist, mal ein bisschen länger. Dreh mal mit dem Drehregler so weit runter, dass du mal bei 5-6 Sekunden bist oder so, sodass du mal eine längere Belichtung in dein Foto reinbekommst. Vorbeifahrende Autos, vielleicht auch mal den Sternenhimmel. Da lässt sich das so viel inzwischen vor der Tür machen. Und da kannst du schon ein bisschen rumspielen und bekommst gleich ein Gefühl dafür, wie ist das mit Stativ zu arbeiten, beziehungsweise wie ist denn das mit der Langzeitbelichtung. Wenn du jetzt im Morgengrauen Fotos machen möchtest oder am Abend und dann auch länger belichten musst, in der Regel, dann wirst du auch hier ein Stativ wahrscheinlich benutzen und auch da lohnt sich mal zu üben, wenn du vielleicht irgendwo ganz günstig wohnst, dass du einen sehr schönen Sonnenuntergang oder Aufgang sehen kannst, würde ich an deiner Stelle wirklich mal machen, um zu wissen, okay, so funktioniert das, wenn ich dann on location mit Stativ arbeite. Natürlich wirst du die Kamera gut verstauen wollen und dann musst du dir gleich überlegen, ob du einen Kamerarucksack kaufen möchtest, das ist jetzt so ein mittelgroßer, die gibt es auch deutlich größer, oder ob du eine ganz normale kleine Kameratasche dir kaufst, die gibt es auch nochmal in einer größeren und kleineren Variante, das ist aber eher dann für die Schulter geeignet. Das musst du ein bisschen abwägen, ob du viel wandern bist, dann würde ich eher den Rucksack bevorzugen, alleine schon, weil du Proviant reinbekommst und vielleicht das eine oder andere an Equipment mit reinpacken kannst. Bei den Taschen geht es dann nur bedingt, da passt in der Regel nur die Kamera rein, die Kamera plus einen extra Akku und noch einen Filter und dann war es das meistens. Eine Trinkflasche und was zu essen passt da dort in der Regel nicht mehr rein. Beim Rucksack ist es natürlich viel einfacher. Du kannst aber wiederum mit dem großen Rucksack meistens nur das reinpacken. Also da jetzt noch extra ein paar Schuhe mitnehmen und 5 Jacken, das geht natürlich nicht. Also das musst du von vornherein für dich mal klären, was du davon brauchst und was du eben nicht brauchst. Ich kann dir empfehlen, wenn du nur auf kleinen Tagestouren unterwegs bist und jetzt nicht wirklich viel wandern bist, dann reicht in der Regel auch so eine kleinere Tasche. Wenn du aber jemand bist, der sagt, okay, ich gehe dann schon mehr auf Tour oder mit der Familie sind wir dann bei Tagestouren unterwegs, kauf dir einen gescheiten Kamerarucksack, weil da wirklich auch Proviant reinpasst und es ist auch viel angenehmer zum Tragen, wenn es den gesamten Tag über auf der Schulter ist und nicht nur auf einer Seite und dann nervig wird. Also ja, auch hier wieder das Thema, investiere einmal ein bisschen besser und du hast viel länger Freude daran. Das waren jetzt im Schnelldurchlauf die gröberen Sachen, was Equipment angeht. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr, wie zum Beispiel ND-Filter, das sind Filter, die verdunkeln deine Optik vorn dran, das heißt, das ist wie eine Sonnenbrille, musst du dir vorstellen. Wenn es am Tag sehr hell ist, schraubst du dann einen, zwei, drei oder vier drauf, beziehungsweise gibt es auch Stecksysteme, die du quasi so ranklippst an dein Objektiv und dann kannst du von oben eine Scheibe durchschieben und da gibt es auch verschiedene Muster, da gibt es welche, die haben einen sehr smoothen Verlauf von hell ganz dunkel oder umgedreht oder haben eine sehr harte Lichtkante, das heißt, der obere Bereich ist sehr dunkel und darunter ist quasi nichts. Und in der Mitte ist eine Kante, wenn du zum Beispiel am Meer fotografieren möchtest oder umgedreht und dann eins von beiden länger belichten magst. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mit ND-Filtern kannst du natürlich auch länger belichten. Das heißt, wenn das wie die Sonnenbrille ist und dein Bild quasi dunkler macht, musst du länger belichten, damit mehr Licht auf deinen Sensor kommt. Und dann hast du zum Beispiel den Effekt, dass Wasser verschwommen ist, dass Lichtspuren zu sehen sind, da kannst du also tolle Effekte am Tag erzielen, da lässt sich eine ganze Menge cooles Zeug machen. Aber auch zum Filmen ist das geeignet, wenn du filmen möchtest und du willst zum Beispiel bei Blende 2.0 filmen und das Bild ist zu hell, dann kannst du einen ND-Filter von draufschrauben, je nachdem auf der Stärke, die du eben brauchst. Da gibt es auch verschiedene Abstufungen, gibt es 8er, 16er, 1000er, je nachdem, was du für einen brauchst. Und der kommt dann drauf und dann hast du quasi irgendwann dann den Look erreicht, den du für dein Bild oder dein Video brauchst. Natürlich gibt es aber auch noch die Möglichkeit, Fernauslöser anzuschließen. Das ist zum Beispiel ein ganz einfacher, wenn du jetzt Milchstraße fotografieren möchtest, da willst du ja kein verwackeltes Bild haben. Da empfehle ich dir aber, anstatt in sowas zu investieren, weil das ist wie gesagt ein ganz einfacher, die Vorauslösung einfach einzustellen, also 2 Sekunden oder 5 Sekunden Vorauslösung. Das heißt, du stellst alles ein, dein Bildausschnitt ist fertig, du drückst auf den Auslöser und dann dauert es eben noch 2, 5 oder 10 Sekunden, bis die Kamera dann wirklich auslöst. Deine Hände sind weg,
es bewegt nichts mehr die Kamera, es berührt sie nichts mehr und demzufolge ist quasi keine Erschütterung mehr in der Kamera und das Bild ist verwacklungsfrei aufgenommen. Also das ist auch so ein Tipp für all diejenigen, die jetzt noch nicht noch zusätzlich Zeug kaufen wollen, gerade was dieses Auslesungsthema angeht, bei Milchstraße oder Langzeitbelichtungen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden, weil natürlich jeder auch eine ganz andere Art hat zu fotografieren. Was du unbedingt noch beachten solltest zum Abschluss, wäre das Thema Akku- und Speichermanagement. Wenn du draußen unterwegs bist, hast du in der Regel auch mal etwas kälteres Wetter. Das heißt, dein Akku geht vielleicht etwas schneller runter. Da empfehle ich dir immer, einen zweiten Akku mitzunehmen. Egal, wohin du gehst, nimm einen zweiten Akku mit. Es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwo zu sein, ein Foto machen zu wollen und der Akku hat noch 3%. Und du bist quasi fertig mit Fotografieren und du brauchst sie aber noch, die Kamera. Also da empfehle ich dir immer einen zweiten mitzunehmen und ich empfehle dir auch, auf gute Speicherkarten zu setzen und vor allen Dingen auch mehrere Speicherkarten. Kauf dir nicht nur eine mit 512 GB und dann sag, okay, für 5 Tage kannst du alles drauf speichern. Da empfehle ich dir, lieber mehrere Karten zu kaufen. Ich setze auf 128 oder 256 GB, je nachdem, ob ich filme oder nur fotografiere. Und dann mache ich mir so die Arbeit, dass ich 2, 3 Karten meinetwegen habe, das zum einen aufgeteilt habe, das kannst du zum Beispiel für Spots aufteilen, also diese Karte ist für die Morgenstimmung im Sandsteingebirge, die andere Karte ist für Porträts draußen bei Tageslicht, beziehungsweise hast du auch die Sicherheit, dass wenn doch mal was ist mit deinen Fotos oder deiner Karte, dass du wenigstens noch die anderen Bilder hast. So wäre quasi alles weg, wenn du alles auf einer Karte hast und mit der Karte irgendwas passiert ist, wäre sehr schade und auch ärgerlich, deshalb mein Tipp an der Stelle, hol dir gleich mehrere Speicherkarten, 2, 3 und nicht gleich immer die allergrößten und verteil das ein bisschen, was du aufgenommen hast. Und natürlich solltest du auch überlegen, wie du dann deine Daten speicherst. Das heißt, wenn du dann zu Hause bist, empfehle ich dir auch, die Sachen sofort auf einen Rechner oder auf eine Festplatte zu sichern, damit deine Daten sicher sind, damit du zum einen die Speicherkarte leer gemacht hast und zum anderen auch sicher gehen kannst, dass deine Aufnahmen da sind und wenn du weiter fotografieren gehst, ist alles safe, du hast alles noch gut gespeichert. So viel heute zum Thema Equipment in der Landschaftsfotografie. Beim nächsten Mal werden wir darüber sprechen, welcher Kameramodus am Spot geeignet ist für dich und wie du mit dem Thema Wetter umgehst. Weil das ist auch so ein heikles Thema, wenn du gern Nebel fotografieren möchtest oder eben doch den Regen gern haben möchtest oder einfach nur einen schönen Sonnenaufgang mit einem schönen Sonnenstern haben möchtest. Da gibt es verschiedene Tools, die dir zum Beispiel über Apps helfen, beziehungsweise gibt es auch so ein paar Kalkulationen, was generell Niederschlag und Feuchtigkeit angeht, damit du weißt, wann tritt denn was wahrscheinlich ein und die Wahrscheinlichkeit ist höher oder niedriger für das, was du möchtest. Da werden wir beim nächsten Mal drüber sprechen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du eine Frage hast, schreib sie gerne unter dieses Video. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann abonniere gerne diesen Kanal, like dieses Video, mach die Glocke an, dann verpasst du kein weiteres Video mehr. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.